Moin Wikinger, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's mal um einen ganz anderen Guide. Ich weiß, es gibt viele Glitches in diesem Spiel, aber ich möchte das Spiel relativ normal durchspielen. Ich zeige euch heute mal einen richtig guten Spot, wo ihr Leder farmen könnt. Leder ist ja mit einer der wichtigsten Ressourcen in Assassin's Creed Valhalla. Eher gesagt, Pupalla. Viel Spaß beim Video. Ein besonderer Spot hierbei befindet sich mitten in Zorn. Durch Zufall habe ich gesehen, dass es hier ganz viele Höfe gibt. Auf diesen Höfen sind ganz, ganz viele Schafe, Rinder, besonders Eber sind auch dabei. Eber? Entschuldigung, das sind Esel. Ich benutze hierbei, um zu farmen, zwei besondere Attribute, die ihr wählen könnt, beziehungsweise Fähigkeiten. Einmal ist das die Fähigkeit, automatisch plündern. Und der andere, welcher vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, wäre die Fähigkeit verstärkte Pfeile. Mit dieser Fähigkeit brechen Pfeile nie wieder ab und können von gefallenen Gegnern zurückgeholt werden. Das heißt, im Prinzip braucht ihr nie wieder neue Pfeile zu kaufen oder zu sammeln. Und bei dieser Methode Gold wert. Wenn ihr dort angekommen seid, werdet ihr feststellen, dass besonders viele Tiere hier rumlaufen. Es sind vor allem Rinder, Esel und ganz, ganz viele Schafe, die sind für uns wichtig. Was mir aufgefallen ist, es laufen immer wieder Schafe in einer riesigen Herde auf den Straßen herum. Also die perfekte Chance für uns, tonnenweise Leder zu farmen. Einer der wichtigsten Ressourcen, die es meiner Meinung nach gibt. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr vielleicht einen besseren Spot, um Leder zu farmen? Schreibt's mir doch gerne unten in die Kommentare rein. Ab dieser Stelle werde ich das Video nun ein bisschen beschleunigen. Seht selbst, ich bin jetzt vielleicht 5 Minuten unterwegs und jede Menge Leder. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen und ihr werdet nun tonnenweise Leder zusammenbekommen. Schreibt mir in die Kommentare, vielleicht habt ihr noch einen anderen Spot gefunden. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und denkt dran, richtige Pupsis aktivieren die Glocke. Bis zum nächsten Mal.